Hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meiner China-Reise-Reise-Folge-Video-Vlog. Das Ganze jetzt einfach mal Vlog getauft, weil das irgendwie, keine Ahnung, hört sich besser an als Reisevideo, ist kürzer. Naja, fangen wir gleich an mit dem zweiten Tag in China und zwar begann der gleich mal mit etwas recht Witzigen, nämlich haben wir Melonen, imaginäre Melonen in 16,5 Millionen Teile geteilt. Hört sich jetzt so ein klein bisschen seltsam an, aber genauso hat uns das unser Reiseleiter vor Ort erklärt. Und zwar heißt dieser ganze Spaß Taiji bzw. im Deutschen Schattenboxen. Es geht dabei darum, sich zu entspannen. Das machen ganz viele Rentner in China morgens immer in den Parks, auch den ganzen Tag über noch. Die Parks sind immer voll von diesen Rentnern. Es kommt später auch noch in dem Teil Männer, Menschen, Leute, der heute noch anschließt in diesem Video. Und dabei werden so seltsame Bewegungen nachgeahmt. Und das Ganze hat uns unser Lehrer eben erklärt mit einer Melone. Das Ganze hat 24 Folgen. Es beginnt, indem man eine Melone hat. Ich habe eine Melone, ich teile sie in zwei. Dann nimmt man die eine Hand dann hinter den Rücken. Die eine Hälfte gebe ich dir, die andere Hälfte gebe ich dir. Damit hat er es jetzt erklärt. Natürlich spricht man das nicht so seltsam. Und dann teilt man dieses Ding weiter und werden dann aus reinem Witz mal ausgerechnet, dass man am Schluss 16,5 Millionen Melonenstücke hat. Wenn jemand eins will, es wird sicherlich noch eins für euch übrig bleiben. Ich bin sowieso kein Melonen-Fan. Hier ein kleines Video von unseren jämmerlichen Tai-Chi-Übungen. Entschuldigung, kein Problem. Angeblich dauert es bis zu einem Jahr, bis man eine dieser Bewegungen, nur dieses Ich habe eine Melone, richtig schön machen kann und ich sehe da jetzt aber keinen Unterschied. Dann ging es zu einer kleinen Geocaching-Tour durch Peking. Kleines relativ. Wir hatten 2-3 Stunden Zeit und sind da quer um den großen Platz durch, haben viele Bilder geknipst. Es war eine Geocaching-Tour ohne Cache, sondern mit Fotozielen jeweils. Das heißt, wir hatten jeweils Koordinaten, mussten die dann finden und hatten dann ein Bild zu dieser Koordinate, das wir nachfotografieren mussten. Allerdings musste man diese Sachen immer erstmal finden und wir haben, glaube ich, 2 von 17 gefunden. Das waren dann immer so Muster auf Türen und seitlich an Türknaufen und so. Und bis man das immer gefunden hatte in so einer menschenüberlaufenden Stelle, hat das ewig gedauert. Dann ist uns noch so ein bisschen was dazwischen gekommen in unserer Gruppe, nämlich zuerst unser Aufgabenblatt. Hat jemand aus unserer Gruppe noch einer anderen Gruppe gezeigt und dann versehentlich hat diese andere Gruppe das behalten und uns fiel dann nach so 10 Minuten auf, wo ist eigentlich unser Aufgabenblatt, wo sind die Koordinaten, wo sind die Bilder. Dann haben wir zum Glück noch eine andere Gruppe getroffen, konnten es da abfotografieren mit dem Handy. Das Bild ist dann versehentlich auch noch völlig verwackelt geworden, denn man muss ja mal Handy halten und ein großes Blatt Papier abfotografieren. Tja, und dann ging das aber so einigermaßen, bis uns nach etwa einer halben Stunde das erste GPS-Gerät ausgefallen ist, Akku leer. Dann hatte ich noch eins dabei aus Deutschland, das ich mir eingepackt hatte, um im Zweifelsfall auch auf eigene Faust loszuziehen und habe das Ding dann also aus der Tasche geholt. Haha, wir haben noch eins. Koordinaten eingetippt und dann hieß es, ja, 17,5 Kilometer in die Richtung. Keine Ahnung, was da jetzt der Fehler war, irgendwie völlig unrealistisch, haben wir dann die nächste Koordinate eingegeben. Piep, 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 Akku leer. Das war eine ziemliche Katastrophe, wir sind dann so die letzten 1,5 Stunden nur noch rumgeirrt, haben einfach mal
alles abfotografiert, was uns vor die Linse kam, in der Hoffnung, dass man das Richtige miterwischt. Und wir haben aus reinem Zufall sogar noch zwei, drei Objekte mitfotografiert und noch einige Motive damit eingefangen. Ja, auch hier dann nochmal ein paar Bilder und Eindrücke von dieser kleinen Geocaching-Jagd quer durch Peking. Ja, dann ging es auch schon Richtung Nachmittag zu. Man hat dann mit Ritschkas diese kleinen Karren, in die man sich jeweils zu zweit reinsetzt und ist dann quer durch die Stadt gekarrt worden bis zu einer kleinen Wohngegend an einem See, wo wir einmal das Bild hier vom See gemacht haben. Und dann sind wir da zu einer einheimischen Familie, um dort zu essen, Nudeln. Und wir waren ja noch am zweiten Tag noch nicht ganz so geübt mit Stäbchen. Inzwischen habe ich das voll raus, yay! Aber damals ging das noch ganz schlecht, so Nudeln mit Stäbchen. Oh. Die sind dann wirklich richtig lang. Das ist noch nicht mal wie Spaghetti, die hören dann irgendwann auf. Sondern es ist dann unter Umständen, hast du auf deinem Teller eine riesen Nudel, die dann einen Meter lang ist, die du dann mit deinen Stäbchen essen musst. Jetzt versteht man auch, weshalb die Chinesen immer diese Schälchen haben. Aber auch zu den Esseingewohnheiten. Später nochmal unter Menschen, Männer, Menschen, Leute etwas. Gut, dann haben wir an einem kleinen Mäuerchen vor diesem Häuschen von den Einheimischen, das aus drei Zimmern übrigens bestand, folgendes Bild gemacht. Was dann noch so ein bisschen, naja, es war kein erkennbares Fleisch dabei beim Essen, aber es hat so ein bisschen nachgewirkt, das Bild. Ich weiß nicht, was es für Knochen sind, wenn irgendein Biologe meine Videos anschaut. Ich mag zwar Bio, aber Knochen identifizieren kann ich noch nicht. Was ist das für ein Tier? Wisst ihr es? Ratet doch mal in den Kommentaren. Vielleicht finde ich es noch irgendwie raus, dann sage ich euch die Lösung. Ja, und dann haben wir unsere jämmerlichen Stäbchen-Essversuche gemacht. Hier ein kleines Video. Auch gerade mal noch kurz vielen Dank an alle, die sich für dieses und auch die anderen Videos bereit erklärt haben, mit ihren Bildern und Fotos, Videos ins Web zu wandern. Es hat mich sehr gefreut, dass sich da einige bereit erklärt haben. Und so vielen Dank jetzt auch nochmal speziell an unseren Nudelesser mit Stäbchen. Ja, danach ging es mit einem Bus dann zu einer Kung-Fu-Show, bei der wir nochmal es um den Sport Kung-Fu ging, wo einige tolle tolle Übungen gezeigt wurden. Hier nochmal gerade ein paar Bilder. Und das wäre dann auch schon wieder der zweite Tag gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt noch zum Teil Männer, Menschen, Leute.